Welcome back, everybody. My name is Isabel Tausend, and next you will meet Nastasia Köhler, who is founder and CEO of the company Creative Exhibition Promotions. The company deals with entertainment marketing, emotional branding, authentic representations, and influencer marketing. There are also concept developments and extensions for many potential customers. These always take place in cooperation. Through Costessus, the possibility is given to represent brands authentically and individually. Nastasia Köhler initiated the idea of professional cosplay promotion and is responsible for customer acquisition and concept development. She also explains the marketing principle behind Costessus at events and lectures. She studied business administration and has already worked as a freelance cosplay promoter. Until today, she is product manager, talent manager, and owner of the Creative Exhibition Promotions. Please welcome now on stage Nastasia Köhler. Thank you. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich heute hier sein zu dürfen und Ihnen eine etwas andere, buntere Seite vom E-Sport zu zeigen, und zwar Hero Marketing nennen wir das, wie ich schon sehr nett angekündigt worden bin. Wir vermarkten Costessen und das werde ich Ihnen heute erklären, wie das funktionieren kann im E-Sport, was ist daran so ein attraktives Marketingmodell und was erweitert das quasi in der Kommunikationsstrategie für Brands, Produkte, Events, was auch immer. Aber um erstmal alle auf denselben Stand zu bringen, fangen wir an mit dem Ursprung, und das ist Cosplay. Falls jemand hier in der Audience nicht weiß, was Cosplay ist, fange ich kurz im Urschleim an. Das klappt sogar sehr gut. Und zwar, leider sieht man das jetzt gerade nicht richtig hier vor Ort. Das heißt, wir haben eine Weltkarte. Ursprünglich hat man gesagt, Cosplay entstand in Japan oder in Amerika. Man streitet sich im Ursprung, wo es im Endeffekt herkam. Und vor knapp 10 Jahren ist es dann auch in Europa angekommen und ist eine Nische gewesen vor 10 Jahren. Eine Freakshow. Leute sind verkleidet zu Messen gegangen. Was soll denn das? Heute ist es ein Kunsthandwerk, sogar teilweise Berufe. Und wir haben es vor knapp 2 Jahren professionalisiert zu einem Eventstandard. Und das werde ich Ihnen auch heute zeigen. Perfekt. Per Definition ist das klassische Cosplay Costume und Play. Das ist auch für uns als Costessen sehr, sehr wichtig, weil Cosplay nach wie vor die Grundlage ist für unsere Künstler. Die Kostüme werden allerhand gefertigt, das heißt, man kauft also nicht einen Promoter mit einem gekauften Kostüm, sondern einen Künstler, der sehr, sehr viele Stunden in dieses Kostüm gesteckt hat, als auch dementsprechend sehr viel Leidenschaft. Und der identifiziert sich mit diesem Kostüm, mit diesem Charakter. Das heißt, wenn Sie also eine Costess wählen für Ihr Produkt, sie liebt das Produkt am Ende, sonst würde sie das nicht bauen. Ja, also Künstler sind schwierig, die würden niemals etwas bauen, worauf sie keinen Bock haben. Dementsprechend steht auch noch das Play bei Cosplay für Acting. Ja, wenn man jetzt als Batman unterwegs ist oder ähnliches, springt man nicht so fröhlich rum. Man ist cool, man ist distanziert, was die Rolle eben hergibt. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig beim Storytelling für unseren Content, den wir für Firmen erschaffen. Ich habe ein paar Kampagnen heute mitgebracht, die auch diese ganzen Features gut zeigen. Aber ich hoffe, jetzt weiß jeder erstmal, was ist Cosplay, für alle, die dies nicht wussten. Weil jetzt ist noch interessanter, was ist die Costess? Die Costess ist quasi unsere Marke, quasi definiert durch die Hostess der nächsten Generation, ein Promoter, den man quasi, oder ein Influencer noch mit dazu buchen kann. Ein Kostüm wird quasi konzeptioniert und dann wird es auf einem Event released. Dazu gehört halt auch, wenn man es möchte als Firma, eine Social-Media-Kampagne, ganz viel Offline-Material und dementsprechend auch die damit verbundenen Entertainment- und Branding-Opportunities. Ja, ein Kostüm wird also auch immer klassisch gebrandet mit der CI, mit dem Brand und allem, was dazu gehört. Es wird auch teilweise Produkte richtig eingebaut, wenn es ein Produkt gibt. Wir haben oft auch Dienstleister, wie jetzt zum Beispiel eine Versicherung oder so, die hat jetzt kein Produkt, so, was man physisch anfassen kann. Da ist also noch wichtiger, quasi diese Integration vor Ort den Zuschauern und auch den Besuchern zu bieten. Wie sieht jetzt so ein Kostüm aus? Ja, es ist in der Regel bunt, aber halt wie gesagt auf jeden Fall wichtig CI und Logo, dass man die Zugehörigkeit zu doch diesem sehr, sehr auffälligen Maskottchen auf jeden Fall der Firma direkt zuordnen kann. Und das ist auch gerade das Wichtige im E-Sport. E-Sport lebt quasi von Charakteren, wenn man jetzt zum Beispiel League of Legends oder Dota betrachtet. Das sind alles Helden, die dort drin sind. Und einen solchen Helden für seine Firma, Produkt, Event zu erschaffen, funktioniert sehr, sehr gut. In anderen Bereichen wie in der Filmindustrie funktioniert das auch sehr gut. Ja, schauen wir uns Marvel oder DC an, sehr, sehr erfolgreiche Franchises, die mit Superman, Batman Millionen verdienen. Ja. Genau, so kann das dann aussehen. Hier rechts haben wir von Trust Gaming ein Maskottchen, links ein Concept Art, was wir für Samsung gemacht haben.
Ansonsten nochmal eine kurze Auflistung, Entschuldigung, das war laut, für typische Integration auf Messen. Wir haben Interviewmöglichkeiten, ganz klar. Die Costess kann sehr, sehr viel über das Produkt erzählen, die es ja selber verbaut hat. Natürlich dazu auch die Live-Acts selber. Wir haben Bühnenshows, wir haben tatsächlich einfach Mirroring oder einfach Entertainment oder Infotainment vor Ort. Ansonsten ja, Social Media, ich kann es nicht oft genug erwähnen, wenn man einen berühmten Influencer aus der Szene quasi gleich mitbucht, kann man gleich die Reichweite mit abgreifen und dementsprechend also auch sich gut positionieren als Marke. Das war eins zu schnell. So, wenn man sich also jetzt ein ganz, ganz klassisches Marketingmodell oder Kommunikationsmodell anschaut, sind wir quasi, ist das auch ein Pointer? Oh, wunderbar. Sind wir sowohl bei den Events am meisten vertreten und es ist ein wandelndes Product Placement. Ja, also das kann man nicht anders sagen. Es wird auch oft klassische Werbung damit verbunden, eine Costess. Das heißt, wenn wir also Fotos davon machen von einem Greenscreen, hat man also Grafiken, die man auch immer wieder auf Flyern, auf dem Webauftritt, sogar teilweise TV-Trailer produzieren lässt, um dieses Maskottchen so weit wie möglich in die Welt einfach zu verbreiten. Nochmal zum Thema Social Media, ja, E-Sport, Social Media, Cosplay gehört sehr, sehr eng zusammen. Wir haben schon diverse Kampagnen begleitet, unter anderem tatsächlich etwas E-Sport fremd war Faber-Castell. Ja, für die haben wir eine Superheldenfamilie gebaut und da waren auch die Reichweitenzahlen sehr, sehr stark, weil die Leute total daran interessiert waren, hey, da wird ein Superheld gebaut für Faber-Castell, wie hängt das zusammen, was bedeutet das? Und natürlich für jede Firma oder Produkt ist natürlich Social Media, hier rechts eine schöne Grafik, auch sehr wichtig. Es geht um Image, es geht um Einzigartigkeit. Man will gesehen werden, man will vor allem aber auch, dass sich Leute an ihn erinnern. Ja, reicht es aber im E-Sport einfach nur, sein Brand irgendwo in ein Turnier zu platzieren, irgendwo ein Brand auf dem Rollup zu platzieren? In der Regel nein. Und warum? Weil ein Gamer, ein E-Sportler, sehr verwöhnt ist, wenn es um Storytelling geht. Ja, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wie das funktioniert. Zuerst möchte ich Ihnen aber unsere erste große Kampagne 2018 vorstellen, das war Projekt Aura. Aura ist ein RGB-System von dem Hersteller Asus, kennt jeder, die machen Grafikkarten, Peripherie, Bildschirme, eigentlich sehr, sehr viel in diesem Gaming-Bereich. Und Aura ist quasi deren RGB-Modul, wo alles schön leuchtet. Ja, jeder kennt das ja, die PCs von heute, Mäuse, Tastaturen leuchten sehr, sehr intensiv. Und das ist ein Lifestyle für Gamer. Dementsprechend haben wir also gesagt, hey, wir machen ein super auffälliges Maskottchen, was auch sehr schön im Dunkeln leuchtet. Und da entstand dann quasi die Konzeptidee zu Aura. So wurde dieses Konzept quasi zu Asus geschickt, mit ganz vielen Brandingflächen, sowohl Selfie-getreu als auch für die normalen Fotos. Dass also überall das Brand oder die Produkte zu sehen waren. Das Grunddesign, das wird man jetzt wahrscheinlich weniger gut erkennen, ist quasi, sie hat ein Headset auf, ein originales von Asus. Diese Flügel sind quasi WLAN-Router. Die Grundoptik der Suit entspricht einem der PCs. Also wir haben versucht, so viele, viele Produkte wie möglich in dieses Kostüm reinzubauen. Dann kam also der Kostümbau selber mit unserem Talent, die dazu gestartete Social-Media-Kampagne, um also auch die Zuschauer Wochen vor der Messe abzuholen und die Leute da so ein bisschen zu teasen. Und als letztes natürlich der große Release auf der Gamescom. Wir hatten jetzt insgesamt mit Aura schon über 20 Auftrittstage an unterschiedlichsten Events und der Wiedererkennungswert ist sehr, sehr hoch. So, hey, ich habe dich auf der Gamescom gesehen, ich habe dich auf der IFA gesehen. Leute haben immer wieder Fotos gemacht, mit ihr geredet und festgestellt, wie authentisch doch dieses Maskottchen ist. Ja, weil da ein Mensch drin steckt, der Ahnung hat von dem Kunden, den er repräsentiert. Dann habe ich jetzt noch einen Trailer dabei, den wir uns kurz anschauen, was der Release-Trailer zur Gamescom war. Genau, so viel zum Trailer von Aura. 2018 ist dieses Projekt quasi online gegangen. Letztes Jahr Gamescom 2019 durften wir Samsung als Kunden begrüßen. Samsung hat schlichtweg gesagt, macht uns was Geiles. Das heißt, unsere Künstler hatten freie Fahrt, durften sich ausdenken, was sie wollen. Dabei ist diese Figur hier entstanden, recht
bläulich angehaucht von der CI, passend zum Stand. Wir haben also auch das Standkonzept gesehen und dementsprechend auch unser Design daran angepasst. Project Siren hat vor Ort ein Fotobooth betreut, hat den Cosplay-Wettbewerb moderiert, als auch natürlich dann vor Ort für ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf den Stand gesorgt. Das war einer unserer A-Tier-Influencer, die wir haben, die Mio Moonlight, über 100.000 Follower auf Facebook und Instagram. Die Leute waren hyped. Auch dazu nochmal kurz der Trailer, bevor es dann losgeht zu Gamescom. Genau, das war der kleine Trailer also auch für Samsung. Da gab es auch eine, ich glaube, dreiwöchige Social-Media-Kampagne, 2 oder 3 Wochen, wo der komplette Bau des Kostüms begleitet worden ist auf dem Channel von unserem großen Talent und dementsprechend also noch mehr Leute gehypt waren, Project Siren kennenzulernen. Vor Ort gab es ein Gewinnspiel, hey, macht ein Foto mit ihr mit folgendem Hashtag und ihr könnt Hardware gewinnen. Das sind also alles weitreichende Integrationsmöglichkeiten, um dieses Kostüm möglichst imposant zu nutzen und auch möglichst viel einfach Traffic und Reichweite abzugreifen. Immer in die falsche Richtung. Genau, jetzt möchte ich einmal, wir sind ja hier auf einer Sportmesse, noch kurz darüber anschneiden, wie sieht denn aktuell Maskottchen-Marketing aus im Sportmarkt? Da habe ich viele, viele Maskottchen gefunden. In der Regel sahen die alle ähnlich aus. Es waren diese flauschigen Objekte, sage ich mal, oder Tiere. Und das ist auch voll fein. Also ich will dir jetzt hier gar nicht schlecht reden oder so. Fußball hat so in dem, ich sag mal, in der Art eine andere Zielgruppe. Wir reden hier von Familien und Kindern. Vornehmlich, wenn man jetzt dieses Maskottchen sich so anschaut. Und das ist auch der Weg. Die Frage ist, wird das einen E-Sportler interessieren? Ist der davon gehypt, wenn er diesen flauschigen Bär sieht? Eben nein, das hatte ich eben kurz angeschnitten. Ein E-Sportler, ein Gamer ist sehr, sehr verwöhnt, wenn es um, ich sag mal, Character-Stories, generell Storytelling und sogar Aussehen, ja, geht. Denn der Konkurrent ist stark im Gaming-Bereich. Ja, wir haben ganz klassische Charaktere, die auch sehr kinderfreundlich sind, wie jetzt hier Super Mario, aber auch sehr epische Charaktere, wie jetzt hier Master Chief oder Geralt aus The Witcher. Das sind Charaktere, mit denen man mitfühlt. Das sind Charaktere, die eine gewisse Epik, eine Story mitbringen, wo man vielleicht sogar am Ende weint. Natürlich ist das nicht das Ziel für die Maskottchen, aber an sich eine Story, einen Charakter zu erschaffen, an den man sich erinnert, der auch episch ist und einfach einzigartig ist. Und nicht flauschig. Das ist einfach eine unterschiedliche Zielgruppe. Ja, Gamer sind da, genau, dann doch ein bisschen mehr in Richtung Entertainment. Hier haben wir noch ein paar Beispiele, die wir gemacht haben. 2018 mit Aura, hier rechts zu sehen. Und alle Leute bleiben stehen, machen Fotos. Die Media Attention ist sehr, sehr hoch. Alle Blogger, Influencer wollen mit ihren Foto machen, weil es einfach cool ist und neuartig. Daneben haben wir Eraser Girl, das ist quasi ein sehr großer, ich sag mal Transformer-artiger, aber eine Lady, es ist eine weibliche Version davon, auch mit komplett Hardware verbaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht, hier sind Tastaturen, hier sind Frontobjekte von solchen PCs. Es wurde sehr, sehr, sehr viel an Hardware da reingebaut. Ansonsten hier noch ein paar Impressionen, wie sie auf der Bühne steht, die Giveaways austeilt und als Maskottchen quasi dort richtig schön funktioniert. Die letzte Kampagne, die ich heute noch kurz anreißen möchte, ist von der Gamescom, die größte Messe in Deutschland, wenn es um Gaming geht, wenn nicht sogar mindestens europaweit, ich glaube Top 5 der Welt, sehr, sehr große Messe. 2018 hat sich die Gamescom gesagt, hey, wir wollen auch ein Maskottchen und da war die Auflage kinderfreundlich, familienfreundlich, E-Sport, Gaming, alles musste da irgendwie rein und das ist dann natürlich auch gar nicht so einfach und ich habe Ihnen 2 Trailer heute mitgebracht, die wir uns kurz anschauen, die dann so als Kampagne im Vorhinein stattfanden. Ah ja, okay, doch, ich habe noch was vergessen. Ich habe sogar noch kurz die Marketingmöglichkeiten angerissen. Wenn Sie quasi ein solches Maskottchen für sich selber oder für die Firma, für ein Produkt, wie auch immer, dementsprechend also publik machen. Wichtig ist, dass es sowohl B2B-fähig ist als auch B2C. Ja, auf einer Gamescom ist es einfach, Stimmung zu machen. Alle grölen, es gibt Giveaways. Die Frage ist, funktioniert das auch auf der IFA? Und die Antwort ist nein. Die Leute sind sehr verwirrt. Wir haben es gemerkt, als wir mit Aura dort waren. Die Leute dachten, wir wären eine Statue. Wir haben uns ganz still hingelegt. Wir hatten so eine kleine 1 Quadratmeter Fläche Plattform. Und die Leute kamen und haben uns angefasst, weil sie dachten, wir wären eine Statue. Und haben die Leute so erschreckt. Und das fanden die total cool.
cool, ja. Und natürlich die ganzen Businessmänner mal was Neues und nicht nur solche klassischen Hostessen, die versuchen, einem Flyer in die Hand zu drücken, sondern nein, man konnte mit der Hostess über das Produkt reden, ein bisschen diese Spiele mitmachen mit solchen Statuengeschichten oder sowas. Für sowas sind wir gern zu haben, das macht immer ganz viel Spaß. Ansonsten, ja, Social Media habe ich jetzt ausführlich schon erklärt. Ansonsten Pressekonferenzen sind auch sehr interessant, um quasi auch nochmal dort die ganzen Media-Leute, Influencer, Blogger, wen auch immer man da einlädt, mit abzuholen. Und ansonsten finde ich noch persönlich sehr interessant, haben wir tatsächlich noch nicht so viel gemacht, außer mit Faber-Castell, Merchandising. Wie bereits erwähnt, wenn man ein Spiel entwickelt, bildet man in der Regel eine IP außenrum. Ja, eine IP hält länger als ein Spiel. Da passt dann halt noch Merchandise gut dazu und es wird bei Großkonzernen gerne so gemacht, dass man, wie jetzt bei Faber-Castell, es gab dann Buttons, es gab so kleine Päckchen, es gab Comics über diese Superhelden und es gab tatsächlich dann kleine Kinder, die vor Ort waren und Fanzeichnungen gemacht haben über diese Superhelden und unseren Leuten dann gegeben haben und die hängen bei uns heute alle im Büro, weil es natürlich die größte Ehre ist, wenn man dann so ein kleines Kind dich anschaut, als wärst du ein Superheld, was wir natürlich auch sind, ja, aber das ist das Feeling, was wir gerne auch immer mitnehmen für uns selber. Jetzt kommen wir aber wirklich zu diesen beiden sehr, sehr süßen Trailern zum GameSpot. Welcome to Gamescom. Das ist der eine Trailer, schon sehr niedlich so, wie das Größenverhältnis technisch dargestellt wird. Cover under rubber shine. Wonder where I lost my gang. Didn't know I had a heat. And when she rolled, she confronted my fear. She confronted my fear. Genau, so viel zu diesen zwei Trailern zum GameSpot. Es gab natürlich noch viel, viel mehr, aber das waren so die Aufhänger-Trailer, die ich persönlich super süß finde und dementsprechend also auch alle Zielgruppen ausführlich bedient werden. Hier noch ein paar Impressionen. Da war es quasi eine kleine Tournee durch Deutschland, wo er in Berlin war und auch unsere Bundeskanzlerin hat den GameSpot getroffen und sogar eine Story mit ihm geshared auf Instagram. Also approved von Politik, von B2B als auch B2C. Unsere Leute können tatsächlich ein bisschen was. Und ich habe ihn auch heute einen dieser Giganten mitgebracht. Der braucht ein Weilchen, um wahrscheinlich hierher zu kommen. Wheeljack, schaffst du es, hier um die Ecke zu kommen? Ansonsten gerne bin ich auch noch heute ein bisschen hier mit Ihnen unterwegs. Wir werden im Weilchen noch hier sein mit dem Transformer, den ich Ihnen heute mitgebracht habe, um eben noch ein paar Fotos zu machen. Sie hören ihn, jetzt kommt er hier mal vorbei und wir laufen dann einmal Richtung B6 und dann sehen Sie den Messebetrieb. Schauen Sie sich an, wie die Leute reagieren, wenn sie unseren Transformer kennenlernen und einfach völlig fasziniert davon sind. Und da ist ein Mensch drin. Also wer das immer noch nicht glaubt, da ist ein Mensch drin. Kommen Sie gerne nach vorne, machen Sie Fotos, dafür sind wir heute hier. Dankeschön.